Ich habe gemeinsam mit Abel mir die Leichname obduziert, sofern man das mit Sinne Gnaden darf. Wir haben sie nicht aufgeschnitten oder sowas, aber trotzdem haben wir dabei bemerkt, vor allem Abel mir tat dies, dass einige Kristalle an den Füßen gewachsen sind, ungefähr 2 Daumen groß. Und sie waren dort nicht einfach befestigt, sondern sie haben sich in das Fleisch eingegraben und mit Sporen die Kristalle danach ge Es gibt so etwas wie ein Zuchtkristall, aus dem dann die Materialien herauswachsen. Und das war bei allen Zwergen der Fall. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat, aber Boltaks Miene zufolge wusste er wohl, was es damit auf sich hatte. Nun, Vortax kennt sich mit Kristallen gut aus. Vielleicht ist es eine Art Berufsgeheimnis. Vor allem habe ich die ein oder andere Rune, vor allem am Eingang gefunden, die Eldan spricht oder schreibt auch sehr gutes Angramm. Vielleicht kann er auch mir hier bei der Übersetzung helfen. Eldan sagt, was wisst ihr über die Silbe Xa-Duro-Lokash? Aus dem Kopf. Oh. Gebt mir erstmal eine Minute. Habt ihr eine Zeichnung? Ja, Moment. Asavo wird dann herantreten und mit etwas Zwergenkohle dann vor dir auf den Boden die Runen von Xa-Duro-Lokash aufmalen. Oh. Sieht Und ihr falsch seid euch aus. sicher, dass es diese Größe war? Ja, in der Größe, mit einer anderen Farbe, aber ich glaube, die Farbe sollte in diesem Fall keine Rolle spielen. Ich mag mich irren, aber nicht, dass es an eurer Zeichenkünste liegt, aber es nehme an, ist Lebensstehler. Ein seltsames Wort. Vor allen Dingen von den Zwergen. Asavo schaut einmal rüber zu Iserun. Tatsächlich weiß ich irgendwas darüber? Habe ich davon schon mal gehört? Das sind die Sagen und Legenden, die die Zwerge gerne geheim halten. Sagen und Legenden plus 15, wenn ihr da was zu wissen wollt. Ah, Doppel-1 ist immer drin, ne? Dürfen wir alle würfeln? Ja, natürlich dürft ihr alle würfeln. Ja, alle, die da sind. Ah, keine Schnitte. Genau, so Abel mir ist halt nicht da. Gibt nix. Ne, die 15 nicht eingetragen. Ja, sagt euch nichts. Nun, ich habe noch nie davon gehört, tatsächlich. Gehen wir für einen Moment lang davon aus, dass Boltax uns selbst nichts Böses will und nur die Geheimnisse seines Volkes beschützen. Sollten wir deswegen etwas unternehmen? Ihn darauf Sicher ansprechen. nicht. Ihr könnt ihn ja fragen. Allerdings, ich denke, wenn Boltax uns das selbst gesagt hat, wird es auch keine unmittelbare Gefahr sein. Denkt er zumindest. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Zwerge dort draußen in dem Dorf sich selbst gehängt haben, Ja, um etwas Schlimmeres einer zu dieser verhindern. Zwerge hing an dem Flügel einer Windmühle. Wie soll er da rangekommen sein von alleine? Naja, vielleicht von irgendeinem anderen. Oder er hat sich generell an einen Flügel hingehängt und mit der Zeit wurde er nach oben getragen. Und unter keinem der Zwerge haben wir einen Schemel oder etwas Ähnliches, worauf sie gestanden hätten, gefunden. Jedenfalls. Also ich bin der Meinung, wenn Boltax der Meinung ist, sein Wissen für sich zu behalten, ist das sein gutes Recht. Ich bin mir sicher, jeder hier trägt für seinen Orden, sein Volk, sein Land Geheimnisse mit sich, die er nicht teilen möchte. Ich stimme Eldern zu, solange sich keine Notwendigkeit zu ergeben scheint, mehr über diese Kristalle, diesen Lebensstehler zu erfahren, sollten wir ihn in Frieden lassen. Es kann sich nicht auszahlen, unseren einzigen kundigen Führer zu verärgern. Sollten wir Naja, auf aber. Widerstände stoßen, die damit zusammenhängen scheinen, werden wir ihn wohl ausquetschen müssen. Ich finde es jedenfalls merkwürdig, dass wir in einem ausgelöschten, verlassenen Dorf ankommen, mit mehreren Zwergenleichen, mit einer Warnung auf der Felswand, und dann erscheint Boltax so sorgenlos hier reinzugehen. Nun, wenn der Allein der Dinge weiß, die wir Name nicht wissen. der Binge ist ein Omen und eine Prophezeiung zugleich. Dunga Ich spreche das nicht. Was bedeutet das? Shum. Das ist doch das, was Eldan bereits übersetzen konnte. Eine Siedlung, die entweder tief verborgen ist oder die auf ewig dunkel ist.
Kann beides sein. Ach so, das mit diesem prächtigen Sitz und so. Ja, prächtiger Sitz. Ist es auf alle Fälle eine Halle oder eine Siedlung, also eine Wohnung. Und das kann alles sein. Natürlich kann man das als prächtigen Sitz übersetzen, wenn man Boltax ist. Man kann das als Wohnhaus, man kann das auch als Schloss übersetzen. Aber an sich ist es ein Wohnort für ewig Dunkles oder für beständig Verborgenes. Jetzt ist die Frage, hat diese Binge den Namen schon immer getragen oder wurde der erst später gegeben? Das ist der Name einer Binge verändert sich nicht, der ist ständig. Dann war es wohl eher eine geheime Binge, anstatt eine dunkle Binge. Eine Binge, von der niemand etwas wissen sollte. Seht es doch einmal so. Boltax weiß etwas über die ganze Sache, worüber wir nichts wissen, und er geht sehr sorgenlos hier rein. Spricht es nicht eher dafür, dass wir uns zu viele Gedanken um die Sache machen? Da würde ich ihm recht geben. Vielleicht ist doch das, was hier einst war, schon lange vernichtet. Ich denke, wir sollten unseren Kameraden ein wenig vertrauen. Und wie gesagt, wir können ja trotzdem zumindest einmal fragen, allerdings nicht angreifend fragen, wenn ich bitten darf. Ich schlage vor, wir lassen die gesamte Sache auf sich beruhen und sollten sich neue Gegebenheiten auftun, und dann können wir ihn immer noch befragen. Sinnschärfeprobe. Plus 12. Auch von Abelmir und auch von Boltax. 12. Hilft meine Erfahrungssicht? Ja, hilft. Unser Eisgeode. Ja. Bringt es mir was, die 18 zu... Nein, bringt es nicht. Nur plus 8. Was macht die Erfahrungssicht? Plus 5? Ja. Vielleicht, wenn wir bei dieser Runde die 13 schippen? Ne, ich habe meinen Chip schon ausgegeben. Kann das... Als hätte sie eine Schärfe hier. Ja, wir können den auch nicht an dich abgeben. Ja. Ach, gut. Boltax, Gott sei Dank. Ja, wenn ihr... Abelmir und Boltax, wenn ihr die anderen wieder herzuholt, also ihr seid doch einfach der Meinung, dass dieses Nachtlager ziemlich gut ist, kann man sicherlich den anderen noch davon erzählen, wie tolle Möglichkeiten es für Pilze noch alles gibt, kann Boltax ein Pochen hören, was aus den Wänden zu kommen scheint. Und du hast auch kurz das Gefühl, dass die Wände leuchten. Und während ihr zurück zu den anderen in die Haupthalle gehst, kannst du wohl noch einen kriechenden Schatten bemerken, der sich über die leuchtenden Wände abzeichnet. So als ob er zwischen den Ritzen in den Wänden sitzt und Abelmir sich zu ducken scheint. Schau, ein Schatten. Da. Und hörst du das? Pochen, es klingt wie Trommeln in der Tiefe. Wer sollte denn hier trommeln? Weiß es nicht. Vielleicht auch etwas anderes. Pulsierendes Geräusch. Es ist ganz merkwürdig. Ich frage mich, sollten wir hier verschwinden oder das Trommeln aufspüren? Wir sollten auf jeden Fall mit den anderen darüber reden. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Lass uns schnell. Lass uns gehen. Ja. Aber du konntest das Geräusch nicht hören, auch wenn du stehen geblieben bist. Könnt ihr auf alle Fälle dann wieder durch die Gänge in Richtung der anderen gehen und findet sie dort vor, wie sie beieinander sitzen, neben sich den Streitwagen und auch den großen Wagen mit Drakundas, Knalldukas drauf, einigen Vorräten, die ihr habt. Ernst, dann trete ich auf die anderen zu. Ich habe eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Ich werfe den anderen einen sorgenschwangeren Blick zu. Bedeutungsschwangeren so. Als ich und Abelmir eben durch die Hallen zurückgekommen sind, mir war so, als würde ich ein Pulsieren, ein Geräusch hören und einen Schatten, der sich zwischen den Wänden bewegte. Vielleicht sollten wir wirklich weiter. Wenn ihr das für richtig haltet, werden wir uns da eurer Meinung beugen. Ihr seid ja immerhin der Kundige. Was für eine Art von Schatten, also... Ein Schatten? Schatten? Ich nehme mich jetzt nicht besonders gut mit Schatten aus. Ich bin kein... Naja, sah es aus wie etwas bösartig-dämonisches, etwas hochmagisches oder einfach nur jemand, der irgendwie hersteigt. Ich habe es nur für einen Moment aus dem Augenwinkel gesehen. Kann es jetzt nicht so genau beschreiben, aber... Ist Menschen groß oder größer? Das heißt, Abelmir, ihr habt nichts mitbekommen?
Nein, ich habe gar nichts weder gesehen noch gehört. Das ist ja merkwürdig, dass ihr der Einzige seid, der so etwas gesehen haben will, Boltax. Nun, ich kenne mich halt in unterirdischen Gängen besser aus als ihr. Meine Sinne sind hierfür ausgelegt. Vergessen wir zumal nicht, dass Boltax als Zwerg natürlicherweise im Dunkeln besser sehen kann als wir. Eben darum. Kann einer von euch einen Zauber wirken, um Magie zu sehen oder vielleicht besser zu sehen, im Dunkeln zu sehen? Ja, lasst uns etwas mehr Licht riskieren. Hält aber nicht allzu lange. Ich denke, wir sollten uns da einfach dem Herrn Boltax anschließen und ein Stück weiterreisen. Kein Grund, Magie zu wirken. Nun, wir könnten natürlich auf Magie die Umgebung überprüfen. Aber einen Zauber, um im Dunkeln besser zu sehen, den beherrsche ich nicht. Das ist eher Stäbe entfachen? Natürlich. Der Effertstein ist zwar nützlich, aber ich kann ihn nicht erhellen. Nun gilt es zu entscheiden, bleiben wir hier, suchen diesen Ursprung oder ziehen wir weiter? Ich würde nicht nach diesem Ursprung. Wieso? Nein, wir dürfen hier nicht verweilen, wir müssen weiter. Wenn es uns jagt, wird es uns früh genug finden. Wenn es in Ruhe gelassen werden will, haben wir nichts zu gewinnen, indem wir es jetzt aufstöbern. Vielleicht war es ja auch gar nichts. Nur ein Schatten, Boltax, mehr nicht? Das kann auch sein. Es ist nicht unmöglich, dass ich mich irre. Bin auch nicht allwissend und allweise. Und vielleicht war es einfach nur ein Flackern von mir selbst, dass in Abelias eine Stabflamme sich an den Wänden abgezeichnet hat. Ich hatte den Stab noch nicht an. Dass sich im Licht der Mushrooms abgezeichnet hat an den Wänden. Was könnte hier lauern, Boltax? In den Tiefen lauert viel, aber ich glaube nicht, dass uns hier etwas bedroht. Werde ich jedenfalls nicht. Also was ist es nun, Boltax? Seid ihr von diesem Schatten beunruhigt oder seid ihr es nicht? Weder das eine noch das andere. Also jetzt erzählt ihr aber ein Märchen. Ihr könnt ein leichtes Schaben von Stein auf Stein hören, was aus der Tiefe zu kommen scheint. Was war das? Steine? Bestimmt wieder so ein Tor. Boltax, und du bist dir ganz sicher, dass es keine uralten Dämonen aus der Tiefe gibt? Es gibt keine uralten Dämonen aus der Tiefe. Mir wären keine bekannt. Es gibt andere Dinge, die in der Tiefe tief unten lauern, aber... Was ist dort unten? Unten kann viel lauern. Es könnten Müllschrate sein. Was ist dort unten, fragte ich. Weiß es nicht. Ihr seid unter Zwergen groß geworden, wisst nicht, was in einem Zwergenbinge unten ist? Denn natürlich weiß ich das nicht, weil jede Zwergenbinge ein Stückchen anders ist. Ihr meint, es geht um den generellen Aufbau einer Zwergenbinge. Das kann ich euch erklären. Das ist normalerweise in der Zwergenbinge unten. Boltax überreden. Gerne an Menschenkenntnis plus 7. Bisher habe ich nicht gelogen. Nee, es ist nicht gelogen, aber du hältst trotzdem was zurück. Ist gegen Zwerge wirklich plus 7? Ich meine, gegen komplett badocke Elfen ist 7. Plus 7. Fein. Wir reden hier nicht von den Albenhuser Zwergen, sondern von den tiefen Geheimnissen der Geoten. Ja. Und Eldan, ist es leichter darüber zu lügen? Wie gesagt, er hat nicht gelogen, aber irgendwie, ich muss gerade mal überlegen, Boltax hat 4 Sternchen übrig. Eldan hat die Erschwernis eingetragen, kann ihn also lesen, sodass da irgendwo was fehlt. Und bei Kiaras ziehen wir nochmal 7 Punkte ab. Dann, wenn du 12 minus 7 rechnest, dann reicht das trotzdem noch. Ich bin sozial anpassungsfähig. Oh. Aber das ist ja egal, es geht ja nicht um den Sozialstand. Es geht nicht um SO-Unterschied. Genau. Also, er hat auch einen SO-Unterschied. Ja, wie gesagt, es geht nicht um den SO-Unterschied, sondern um den kulturellen Unterschied. Und ihr wisst nicht, also Boltax hat nicht gelogen, aber er hält was zurück. Zumindest Eldan und Keras ging das mit. Boltax, du erzählst uns etwas nicht. Das ist richtig. Das kann man doch bestimmt netter formulieren. Es gibt einen Grund, warum ich es euch nicht erzähle. Dürft ihr uns es nicht erzählen? Auch. Ja, dann ist doch wunderbar. Ist es etwas Gefährliches? Wenn es etwas Gefährliches ist, sollten wir das wissen. Ich würde wir müssen einander vertrauen. Dalan, wie viele von den Pastellen habt ihr? 6 Stück. Eine für jeden.
Das reicht nicht. Wenn wir noch 3 Tage hier bleiben unterirdisch, dann müssen wir uns so oder so irgendwann zurückziehen. Wir könnten abwechselnd auf dem Wagen schlafen. Das nützt uns ja nicht, wenn irgendwelche wilden Schatten hier rumkriechen. Jesarun, ich würde nichts zurückhalten, was uns unmittelbar bedrohen würde. Langsam bin ich mir nicht mehr so sicher, Boltax. Aber mir, Jesarun. Wieso zweifelt ihr an mir? Was, habe ich euch jemals einen Grund gegeben, an mir zu zweifeln, an meiner Aufrichtigkeit und an meiner Weitsicht in die Welt? Heute schon. Was habe ich getan, dass dieses Verhalten verlangt oder rechtfertigt? Ihr wirkt anders. Irgendetwas, ich kann meinen Finger nicht darauf legen, aber irgendwas ist heute anders an euch. Also könnt ihr nicht mit dem Finger auf diese Sache zeigen, die euch zum Zweifeln veranlasst? Boltax, ist es sicher, hier zu schlafen oder sollen wir weiterziehen? Kann es nicht mit Sicherheit sagen, denn offensichtlich wird ja jedes Wort von mir auf die goldene Waage gelegt. Ja oder nein? Was tun wir jetzt? Er gibt uns keine klare Antwort. Das hat er schon die ganze Zeit nicht getan. Seht ihr, genau das meine ich, Boltax. Was, dass ich keine klaren Antworten gebe? Nee. Ja. Das tue ich in der Regel nicht. Ich bin kein allwissender Zwerg. Kann nur meine Einschätzung geben. Wir können bei Hesinde schwören, dass wir das, was wir erfahren, von euch bei uns behalten. Es gibt verborgenes und verbotenes Wissen und dieses gehört wohl eher zu dem Verborgenen, anstatt zu dem Verbotenen. Das mag wohl sein, aber ich werde es dennoch nicht mit euch teilen. Nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo es uns nicht mittelbar betrifft. Kann es uns bedrohen? Körperlich? Geistig? Ich bin mir nicht sicher, ob es euch überhaupt gefährlich werden kann. Also ist es etwas, was Zwerge betrifft? Gewissermaßen. Und gut, wenn es euch betreffen kann, warum gehen wir dann nicht hier heraus und nehmen diese andere ursprüngliche Binge? Nun, jetzt haben wir die halben Wischen hinter uns. Das wäre eine dumme Idee. Nun, wenn einer unserer Gefährten dabei stirbt, dann ist es offensichtlich keine dumme Idee, wenn wir hier nicht hergehen. Und wir wussten, dass wir uns auf eine potenziell gefährliche Reise einlassen. Außerdem halte ich mich für durchaus fähig, mich der Gefahr zu entziehen. Also, wenn Boltax davon ausgeht, dass es nur sein Leben bedroht, dann sollte die Entscheidung Boltax fällen und nicht wir. Ich denke, uns würde ein bisschen Ruhe als mal gut tun. Dann ist es beschlossen. Hör nicht auf zu streiten. Das kühlt die Gemüter etwas ab. Jetzt, wo wir so gut gegessen haben und diese weichen Betten vorgefunden. Nun gut, doppelte Wachen, so wie immer. Ich nehme die mit Boltax. Gut, wollt ihr was während der Wachzeit tun? Oculus Astralis. Auf? Ja, ich möchte einfach die gesamte Umgebung mal abchecken, also diesen Sippenstollen. Da, wo Boltax diesen Schatten gesehen hat, da würde ich mich gerne mal umschauen und dann innerhalb der Wirkungsdauer so ein bisschen einen Spaziergang machen und mal gucken, was ich finde. Mhm. Alleine? Wir fangen mal an mit Abelmir. Abelmir, was willst du tun? Mit wem hältst du Wache? Ich würde wahrscheinlich mit Eldan Gorbas Wache halten und mir genauer mal dieses Plumpsklo angucken. Ja. Faszinierend. Kann Eltern natürlich auch wieder zeichnen. So viele Eindrücke. Ich bin immer noch schwer beschäftigt damit, diese ganzen Stammbaum abzumalen. Hast du eidetisches Gedächtnis? Nein. Aber ich habe Zeit. Okay. Die Einstellung gefällt mir. Gut, Boltax, möchtest du was tun und mit wem hältst du Wache? Mit Yalan zusammen halte ich Wache. Mit Yalan? Hatte ich gesagt. Yalan, weiß nicht, irgendwie kommt mir Isarun ein wenig verändert vor. Sie wirkt allerdings so angespannt und kritisch. Nun, man muss ihr zugeben, seit wir hier reingekommen sind, benimmst du dich seltsamer als gewöhnlich. Und ich meine nicht auf eine rein zwergische Art und Weise. Wirklich eigentlich. Ich freue mich nur darüber, dass ich endlich einmal euch die wunderschönen zwergischen Errungenschaften zeigen kann, denn sollten wir einmal nach Xorlosch gehen, kann ich das natürlich nicht. Ihr dürft ja nicht in die Stadt hinein. Und so habe ich die Möglichkeit. Ich dachte mir, ich bringe mich ein wenig zwergische Kulturen her. Nun, im guten Willen, in allen Ehren, irgendetwas scheint hier unterwegs zu sein. Ich schlage vor, du lässt es bis auf Weiteres. Was denn, die zwergische Kultur näher bringen?
Unter anderem, wir brauchen jede Menge an Wachsamkeit, die wir aufbringen können. Also in jedem Fall. Ich bin nicht unwachsam, aber es ist ganz einfach so. Wäre ich mit einer sorgenverzogenen Miene in diese Dinge hineingetreten, so wärt ihr alle umso mehr in Sorge gewesen, nicht wahr? Selbiges habe ich Ihnen noch gesagt. Und da ich momentan keine so großen Sorgen habe, warum soll ich sie euch in irgendeiner Art und Weise spiegeln? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Ich denke, die anderen sind besorgt, weil unser einziger Führer Geheimnisse hat. Aber es sind keine Geheimnisse, die dies hier unmittelbar betreffen. Und das glaube ich euch. Die anderen sind misstrauischer. Wenn wir nur einem auf dieser Welt vertrauen könnten, sollten es wenigstens wir selbst sein. Wahrscheinlich das geht mittlerweile nicht mehr. Habe ich euch je einen Grund gegeben, mir zu misstrauen? Ich glaube nicht. Ich war immer aufrichtig und ehrlich und habe wahr gesprochen, wie es auf meiner Zunge lag. Und das wäre zumindest ich für meinen Teil auch nicht mit euch in diesen dunklen Stollen gelaufen. Das freut mich zu hören. Ich denke einfach, ja, vielleicht liegt es an den Umständen, dass wir in einem Stollen sind und die Wände für euch zumindest etwas beklemmender sind als für mich. Ich kenne das Gefühl, unter Tage zu sein, sehr gut, aber ich weiß, dass es manchen sehr aufs Gemüt drücken könnte. Also, kann natürlich gerne mit euch darüber reden, als euch dieser Umstand bedrückt. Nun, es ist in der Tat... Sie scheinen einmal manchmal näher zu kommen. Wie haltet ihr das aus? Nun, wir wissen, was von Sternen gebaut worden ist. Ist ja so gebaut. Nein, wir haben uns Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte Zeit genommen, um wirklich eine perfekte Anordnung der Wände und eine möglichst optimale Stützung hinzubekommen. Die Baukunst der Zwerge spricht für sich und wir dürfen nicht vergessen, alles ist Maß für Maß. Genauso angefertigt, wie der Herr Angrosch es möchte. So ist es. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Denn all dies hier, ich klopfe auf den Boden, ist bergische Wertarbeit. Zumindest die ist ja weltberühmt. In der Tat. Jedenfalls versucht euch auf unser Reiseziel zu konzentrieren. Ich bin fokussiert, keine Sorge. Seid vielleicht nicht allein im selben Raum mit der Servo. Was hat der überhaupt für ein Problem erwirkt? Nun, es scheint ihn einfach nur zu wurmen, dass es etwas gibt, das er nicht weiß. Ah, er ist eifersüchtig. Eher sind er eifrig. Naja. Aber es geht ihn ja nichts an. Und außerdem, wenn er ein Problem hat, hätte er mich auch einfach so ansprechen können. Ich weiß nicht. Gebt ihm einfach keine Möglichkeit, euch über Gebühr auszuquetschen. Je weniger Konflikte wir hier unter Tage anfangen, desto besser. Ich habe keinen Grund, mit ihm einen Konflikt anzufangen. Ich weiß. Ja, und dann würden wir die Wache weiter fortsetzen. Hat Isarun vor, mit Kjars zu wachen oder mit Asafo? Keine Ahnung. Zur Not mit beiden. Also ich meine, das sind die einzigen beiden, die noch übrig bleiben und Einzelwachen machen wir nicht. Ja, sonst kann Kjars sich nach... Ja, fragen wir Kjars. Willst du sonst mit einem der anderen noch Wache halten? Doppeltes dann, oder? Nö, ich würde noch mit Isarun Wache halten. Gut. Dann darfst du mit Isarun Wache halten. Kjars, ich werde mir einmal anschauen, ob es hier irgendwelche astralen Strukturen oder so etwas gibt. Wollt ihr mich begleiten? Ach, natürlich. Savo, was ist mit euch? Möchtet ihr auch mitkommen? Ja, wenn ihr mögt, gerne. Ich lasse euch natürlich auch alleine mit Kjars, aber vielleicht kann ich ja etwas eigenes Wissen dazu beisteuern. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern auch das soll kein Angriff sein, Ihre Gnaden, aber vielleicht kann Hesin hier etwas mehr helfen. Ihr wart auf dem Meer, oder? Vielleicht. Auch wenn ich manchmal immer wieder überrascht bin, dass ich mehr über Magie weiß als einige unserer Magier. Einige? Nun, zum einen Voltax offensichtlich, zum anderen dieser seltsame Elf, den wir kurz dabei hatten. Und ach so, diese zählt ja auch zu den Magiern.
Eldern ist sehr kompetent, aber er scheint deine eigene Magie nicht zu mögen. Ja, eine Schande. Naja, man kann es ihm natürlich nicht verdenken, dass er den Ruf der Götter vernommen hat. Das hatte schon das so schon, sein. Das schon, aber es ist trotzdem ein wenig schade, wenn man einen Teil seiner selbst nicht so sehr liebt wie einen anderen. Da habt ihr natürlich recht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ihr wart einmal ein Offizier, oder? Ein Seeoffizier? Ja, genau. Ich wurde in der Akademie in der Landwehr ausgebildet. Und habe dann eine Weile auf den Schwarzen Galeeren gedient. Und bevor ich zum Piraten wurde. Na, gute alte Zeit. So gut, dieser Hund, dann sprecht doch einfach mal die Formeln. Ja, ich glaube, hier vorne war die Stelle, wo dieser Schatten gesehen worden war. Ich denke, das ist eine gute Stelle, das zu machen. Isarun stellt sich dann vor die Wand, ist dann einige Augenblicke lang still, schließt die Augen und berührt dann mit den Zeige- und Mittelfingern ihre Augen und murmelt die Formel Per Oculus Arcanus Videam. Danach öffnet sie wieder die Augen und schaut sich um und sieht auf das astrale Geflecht der Welt. Es gibt ein schwaches, ätherisches Licht, was von den Winden zurückgeworfen wird, als ob sie magisch wären. Ganz schwach, eine schwache Ausstrahlung. Die Oberfläche sieht auch nicht sehr, sehr steinig aus oder so, wie Steine normalerweise aussehen würden, sondern eher geriffelt. Als ob man in einem Schlund von irgendetwas Riesigem stehen würde. Auch wenn das nur ein kleiner Gang ist. Sowas wie die Lamellen? Ich gebe diese Beobachtung mal weiter an meine Begleiter. So irgendwie, das erscheint mir fast organisch. Organische Wände. Nun, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass durch Erz- und Humusmagie der Zwerge so etwas entstanden sein könnte und die sich den Strukturen aus der Natur, die sie kennen, angepasst haben, aber so tief hier? Nun, sagtet ihr nicht, ihr habt so ein Pochen wahrgenommen? Ja, Asabo erwähnte das vorhin. Das war in den Bergwerksgängen. Vielleicht gibt es ja wirklich so etwas wie das sagenumwogene Herz des Berges oder so. Asavo klopft mal mit seinem Kampfstab gegen die Wände. Es gibt so ein merkwürdiges Klingen von der Metalloberfläche seines Stabes. Hört sich allerdings nicht nach Stein an. Nimmt da ein kleines Messer, was er dabei hat, und sticht es mal in diese Tunnel hinein. Ihr könnt sehen, wie sich die Spitze in diese seltsame Wand hineinrammt und die oberste Schicht so ein bisschen weicher ist und es dahinter wohl eine neuere, frischere Wachstumsphase gibt. Das Messer dringt langsamer ein, als ob es irgendwelche Schichten durchdringen müsste, bis es dann auf härteres Material trifft und in der Wand stecken bleibt. Ist das Pilze? Das ist jedenfalls kein Stein. Das ist... Ich habe keine Ahnung. Könnte es so etwas sein? Schneidet doch einmal ein Stückchen heraus und beguckt euch das mal. Als er das Messer rauszieht, könnt ihr schon sehen, dass es sowas wie eine Wunde gibt und eine zähflüssige, klebrige Substanz an der Messerspitze zurückbleibt, beziehungsweise am ganzen Messer, so wie er es reingeschoben hatte. Von der Konsistenz erinnert euch das ein bisschen an Harz. Aber der Geruch, es riecht so ein bisschen nach sauerstoffreichem Blut. Das scheint irgendeine Art Lebewesen zu sein. Ja, durchaus. Wieso erinnert mich das gerade an die Kanalisation in Romulus? Oh, hört bloß auf damit. Allerdings erkenne ich hier keine dämonischen Spuren, so wie ich das sehe. Wenigstens etwas. Dennoch. Vielleicht der Grund, warum Boltax sagte, dass wir nicht in Gefahr sind, sondern nur er? Meint ihr, irgendwelche, wenn das wirklich Pilze sind, irgendwelche Spuren vielleicht, die für ihn nicht gut sind, giftig sind gar?